habe gerade kein aufgesetztes Lächeln. Dieser Moment, wenn man anfängt, seine Freunde zu hassen. Hab ich schon oft genug. Aber warum? Und jetzt, was bist du jetzt so? Diese Kinder. Was bist du jetzt so? Was bist du jetzt so? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, Marco, warum du jetzt so bist, ey. Ja. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum du immer so bist. Hat das einen bestimmten Grund, warum du immer so bist? Ja, jemand heute bringt mir meine Chickens auf Inferno um. Keine Ahnung, so. Was ist. Ich habe auch schon öfters dem empfohlen, in der Hölle sterben zu gehen, aber... Ist dem bestimmt nicht nachgekommen, ne? Nein. Ja. Warum bist du jetzt gerade so? Ja, gell, okay, warum bist du denn so? Eigentlich voll dumm. Das hat mir jetzt aber einen Boost gegeben. Ja. Uiuiui. Ach, ja, nicht. Bist du jetzt so, Marco? Verstehe gar nicht, warum du immer so bist. Ey. Ja, verstehe auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich sollte öfter mal an meiner Art arbeiten. Ich werde jetzt jeden Tag ab in die Kirche gehen, meditieren und dann in CS gehen. Ja, besser ist das, glaube ich. Besser ist das. Vergesst nicht, noch ein paar Videos nebenbei zu machen. Ich kaufe mir dann noch so ein MacBook Air 2015. Dann hole ich mir, dann lade ich mir da Premiere runter drauf und dann in der Kirche mache ich dann erstmal CSGO-Video schneiden. Ich werde dann in der Kirche während dem Gottesdienst meine Maus gen Himmel schmeißen. Ja. Und zu Gott beten, dass endlich mein Premiere nicht crasht. Los Maus, Don hat jetzt Attacke. Los Maus, setz Abbrechen ein. Lowlife Internet. Die Spezifikation der Maus, Lowlife Internet, Regenwasserleitung reloaded. Ich schreie dann so während dem Gottesdienst, alle sitzen da, alle knien da so hin, beten und alles nicht. So, kann mir jemand WLAN-Pass was geben? Ist so, Alter. Ich muss arbeiten. Halten Sie Ihr Maul, Dankeschön. Das Passwort geht nicht, sind Sie sicher? Ich brauche die Groß- und Kleinschreibung. Ist so, Alter. Aber ich hab wirklich, als ich die erste Montage geschnitten hat, weil die Montage wäre eigentlich anders aufgebaut gewesen, aber mein Premiere ist gecrashed, da muss ich nochmal von vorne anfangen. Ja, macht nichts. Ist trotzdem geil geworden. Ja, also ich bin eh mehr zufrieden mit dem, wie es jetzt ist, als vorher. Ja, ne? Bist du das nicht immer, Marco? Das ist die Quali. Gut, die Quali war vorhin nicht besser. Die war doch super. Deswegen haben wir so viele Klicks. Ja. Ich sollte schon langsam überlegen, auf 145p runterzugehen. Aber das Ace-Video, Alter, das hat's mir gestern echt gegeben, Alter. Heute direkt 8 Aufrufe, ich hab das so gefeiert.
Das so krass gefeiert gestern, also das war so schon, also das war schon echt ein sickes Ace, also das war, ah, das war, ne, also das sag ich dir, das war eins, so, das war was. Wie brauche ich jetzt? Du Peach. Was bist du denn jetzt? Deswegen haben wir das jetzt mal getan. Ja, gleich wieder. Was übertreibst du denn jetzt so, Alter? Heftig, Alter. Er übertreibt halt direkt. Buta. Wusa! So, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder zurücksetzen hier, aber hier passiert ja sowieso wieder gar nichts. Okay. Simulation neu starten. Warte, da hinten. 37.000 Denken auf dem nächsten Niveau. Da wieder 30.000. Was ist denn mit euch? 3 Millionen, Digga. Ja, als hätte ich nichts anderes präpariert zu tun hier. Pause berücksicht, aber warum bist du jetzt so? Hey, das ist mein Spruch für dich, ja? Nicht einfach Sprüche klauen hier. No, he's got a point. Not bad. Boah, ich mach so viel Geld in Cookie Clicker grad. Echt jetzt? Spielst du gerade Cookie Clicker? Hm, seitdem ich auf Safe offline gegangen bin. Ich mache jetzt gerade 7900 Cookies pro Sekunde. Ey, die Katzen, ne? Die nerven mich so hart, oder? Das ist schon wieder, ich mein, feierlich.
Ich hab mein Handy mal einen Monat laufen lassen und dann saß ich damit, keine Ahnung, Quadrillionen. Nee, es waren keine Trillionen hier. Es war Quadrilliarden, irgendwas, keine Ahnung. Aha. Nicht schlecht, doch. Nicht schlecht, Herr Specht. Und dann natürlich mein altes Handy, da Cookie-Sticker drauf machen, das kann man nicht an so ein Ding anschließen, das läuft dann den ganzen Tag. No Life Simulator. No Life Simulator. Die Regenwassersimulation. Das macht mich jetzt schon wieder fertig so. Ich hab ein Game, was du auf dem Stream zocken könntest. Ja, was denn? Ich würde beschreiben das Game als das schlechteste Game, das jemals erstellt wurde. Mhm. Das ist der Airport Simulator 2019. Das ist das einzige, das ist eines der einzigen Steam-Games, die mostly negative Reviews haben. Das Teil kostet 20 Euro und ich hab's gespielt. Und? Absolut grandios. Soll ich dir sagen, was du machen musst? Hm? Alles, was ein Airport-Worker machen muss, aber du fährst nur hin und her. Ach, cool. Also du kriegst gesagt, du musst jetzt da hinfahren und fährst da hin. Dann sagst du, okay, das hast du jetzt gemacht, dann fährst du jetzt wieder dahin und so weiter. Und irgendwann bist du fertig. Boah, krass. Das macht ja richtig Sinn. 20 Euro. Macht ja richtig Sinn? Mhm. Das macht ja richtig Sinn? Wenn mir der Typ mein Ding, meine 20 Euro Steam-Guthaben gibt, dann gib ich dir das und du sagst es on stream. Ja, okay. Dann machst du einen Speedrun. Ja. So, jetzt kommt zu CS und LP. Run Boost und so. Ach ja. Die Abonnenten werden sich auch denken. Was er denn für ein Idiot? Der Geld bezahlt dafür, der Idiot. Ja. Würde ich mir aber auch denken. What? Hast du das Video jetzt mal angeguckt, Paul? Nein. Dann schau's dir mal an. Ist echt gut. Ich hätte mich Mühe geben. Daran gehen. Also ich denke mal, du wirst das lustig finden. Momo! Wusste doch, du findest das lustig. Bullshit. Internet ist scheiße. Wir gehen zurück nach Afrika, keine Lust mehr. Sehr schlechtes Netz. Ja, vielleicht stelle ich mir irgendwann mal einen TikTok-Account, da will ich aber nur sowas sehen. Internet ist scheiße. Oh ne, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz die Katze bauen. Gehen wir wieder da. Aber ist gut das Video, ne? Mhm. Sie haben gesagt, komm nach Deutschland, hier gibt's alles. Bullshit. Bullshit. Gibt kein Internet, kein gar nichts. Komm nach Deutschland, haben die gesagt. Hätte sogar nicht gesehen, wenn ich wirklich ein Flüchtling gewesen wäre und der wäre da wirklich ins Glasboden zurück. Hätte er wieder gesehen. Guck hier, Glasfaser.
Deutschland. Megan macht das. Das aber manchmal ist es echt so, Alter. Deutschland ist so ein. Also, die Entwicklungsland. In Indien hast du besseres Internet. Wenn du, keine Ahnung, wenn du auf der Straße lebst. Ja, wahrscheinlich. Gratis Hotspot, Alter. Die gratis Hotspots sind besser als so Firmen-Internet. Da schneiden die Videos auf der Straße, Bruder. Boah, noch in mir. Boah, der Typ sieht mir jetzt schon leid. Da hat einer in Bravo-Kredits investiert. Ja, gut investiertes Geld auf jeden Fall. Ist so. Kriegt sein Geld nie wieder. Der wird dann so in 2 Jahren da sitzen und denkt sich so, boah geil, wir haben jetzt schön gereift. Schön wie Trilux das uns erzählt hat. Und dann schaut er so drauf, 1 Euro. Ich hab's by the way, Ding, weil du hast ja vorhin hier Brogli verpasst. Ah. Ich hab in meinem Profil, im Steam-Profil drin, Hashtag #BrogliProgli. Ja, der war vorhin nochmal kurz auf dem Stream. Du lest irgendwie, ich finde das nicht nett von dir, du lest meine Promotion gar nicht mehr vor. Nee, tue ich auch nicht mehr. Das ist einfach nur noch Spam. Das ist kein Spam, ich schreib das einmal pro Stream. Ja, sag ich doch, Spam. So oft wie ich stream, Digga. Mein Stream ist der Spam. Mediafire ist das Spam. Ist so. Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die eine MW-Fahrserver verkaufen. Respekt, wenn die auf dem Steamhawk verkaufen, ist es. Keine Ahnung. Kauft mit 600 Euro Steamguthaben. So viel? Ja, starting NC mit 600 Euro. Finde ich kacke, wenn die günstig wäre, würde ich mir die irgendwie holen. Das ist die geilste AKM-Game. Das glaube ich, ja. Bist du morgen Vormittag online? Kommt drauf an, also wie schnell ich halt Ding. Wie schnell du die Kirche abgebrannt hast. Ja, je schneller meine Ketten des Videobearbeitens gelöst werden. Achso. Du willst ja nur nicht, dass ich das wieder höre. Warten, bis du außer Haus bist, damit ich schön den hier. Ja, genau. Du schickst mir doch dann eh wieder, wenn du fertig bist, schickst du mir sowieso wieder einen Link. So nach dem Motto, kann man das so lassen oder nicht? Oder wie auch immer. Hundertprozentig. Boah, das wäre geil. Das wäre ohne Scheiß. Das wäre geil. Und warum wäre das geil, Alter? Weil ich dir einfach so weit auch vertraue, dass du das sowieso hinkriegst. Also ich bin ja sowieso immer geflasht. Hab ich dir eigentlich das Titelbild gezeigt, Alter, was Dominik eigentlich gemacht hat für YouTube? Was ja nicht gepasst hat leider und er kriegt es momentan leider auch nicht hin. Zeige ich dir mal schnell. Das sieht echt geil aus, Alter. Schade, dass das nicht funktioniert, Mann. Warte mal, wo ist denn da ist Dominik?
Schon Makro, da Makro. Das sieht echt geil aus, also mega geil. Ich hab's dir gerade geschickt. Ja. Hoch. Voll geil. Mega, ne? Aber kann ich leider nicht verwenden. Weil es zu klein ist. Dein Status. Scheiß Community auf CSGO. Kais Russenkinder mit gekauften Accounts. Ja, ist so. Scheiß Russenkinder. Mit gekauften Accounts. Ist auch so, ey, bei CSGO, das ist einfach broke. Kannst du vergessen. Ah, kaufen sich alle so lustig ihre Accounts. Ich tu jetzt mal hacken, weil der andere hackt, Alter, weil sie total lustig sind. Richtig dämlich. Mami hat gehackt, ich will jetzt auch hacken, darf deine Kreditkarte benutzen, um mir welche Hacks zu kaufen. Mama, ich wurde gesperrt, ich brauche einen neuen Account, kann ich nur einen kaufen von deiner Kreditkarte? Alter. Gefühlt in jedem Game so, Alter, ich schwör's dir. Natürlich schaut sie aus in Minecraft. Ist so. Das ist echt traurig irgendwo, ey. Weil in Minecraft kauft sich jeder Account. Ja. Auch ich. Ja, passt doch. Hab gezahlt für mein Minecraft-Account. Echt? Ja, also für Server, ja. Mein allererster Minecraft-Account bin ich so vor. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich auf der PS3 angefangen. Ich habe in Minecraft schon übel lang. Ich glaube 9 Jahre. Neun Jahre? Ja, ich hab mit vier. Ja, mit vier hab ich schon. Ja, keine Ahnung. Ab und zu halt. Ach komm, echt? Ja. Ich bin mit das längste. Also, seit 9 Jahren aktiv. Ja, krass, Alter. Du kannst halt so viel machen. Das ist wirklich so das Game, wo du niemals aufhören wirst. Das Game wird auch nie sterben. Ja, krass, Alter. Es wird, glaube ich, noch länger halten wie CS. Aha, CS gibt's aber schon viel zu lange, Digga. Bin ja gespannt, wann sie auf die Source 2 Engine umbauen. Ja, das ist irgendwie keine Antwort. Letztes Jahrhundert. Ja, die haben sich doch erst gestritten, ob sie neuen Content machen sollen. Oder ob sie das CSGO einfach lassen. Um dann wiederum ja halt die Community zu behalten ungefähr. Und die Hälfte der Community hat gemeint, die wollen ein neues Game haben. Und die andere Hälfte hat gemeint, einfach neuen Content. Und jetzt wollen sie auf Source 2 umrüsten und was war noch? Auf Source 2 wollen die umrüsten und ja, ein neues Game soll angeblich nicht kommen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wäre ich aber auch schon wieder nicht dafür, ey. Neues CS, Alter, schon wieder. Nee, hab ich gar keinen Bock drauf. Also CSGO ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Game, bloß es liegt an den Spielern und generell an den Bugs. Ja, das Problem ist halt einfach nur, dass die Leute, die da halt wirklich hacken und so, das machen die halt einfach kaputt damit, ne? Ist klar. Deswegen sind die meisten auch zu Valorant gewechselt und was weiß ich nicht was, wie Aqua zum Beispiel, auch zu Valorant gegangen und So ein Zeug, wo ich mir dann so denke, ja, eigentlich völlig unnötig. Aber Valve ist halt wieder so drauf, dass die sagen, ja, nö, interessiert uns gar nicht, was die da hacken oder nicht. Hauptsache, die geben bei uns Geld aus und Hauptsache, wir verdienen genug. Das ist schon wieder... Die Zahlen für Prime. Ja. Ha, das ist dann schon wieder so, wo man sich denkt, ja, okay, Geld, schön und gut. Klar, die müssen auch ihr Geld verdienen. Sag ich auch nichts, ne? G steht für Gönnung, aber... weiß nicht, das ist dann so... Wenn ich in Kauf nehme, dass mein Spiel dadurch irgendwie kaputt geht, nur um, dass ich mir da irgendwie eine goldene Nase verdiene, ja, keine Ahnung, ist das für mich schon wieder völlig unnötig, weil ich da eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr drauf habe.
Die meisten Spieler gehen halt einfach, weil sie dann keinen Bock mehr haben. Oder sie spielen halt nur noch von Zeit zu Zeit. Kumpel von mir hat sein ganzes Inventory verkauft für 1.200 € oder so. Hat er sich einfach Möbel gekauft davon oder so. Und dann hat er gesagt, er zockt halt zwar noch, aber nicht mehr wirklich tryharden, sondern er zockt halt einfach nur noch just for fun. Ich kann mir schon vorstellen, was der bei seiner ersten Wohnungstür, wenn er sie irgendwie seiner Familie oder Freunden in seine Wohnung gebracht hat. Das ist die Dragonlore, dann da drüben in der Küche, das rechte Regal. Das ist ja, das ist so ungefähr, ja. Der Fußboden, feinste Asimov. Feinste Asimov, Alter. Du bist schon wieder richtig durch, Alter. Ja, es ist aber so. Leider ist das so, ne? Das ist so. Ja. Bartfüßen, Fracture Case. Ja. Davon habe ich nur. Davon habe ich nur 3000 verkauft, um mir die Bartfüßen zu leisten. Ja, der hat die ganz am Anfang hier. Ja, da habe ich doch 3000 Stück verkauft. Fliesen sind teuer, Digga. Das ist schon wieder heftig, Mann, Alter. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht jetzt. Okay, jetzt bin ich ja schon mal weiter als vorher. Das ist ja cool. Das ist schon wieder richtig insane hier. Ich in der Schule, wenn ich einen Punkt mehr hab. Was? Wie? Was? Weil du gesagt hast, oha, ich bin weiter, das ist jetzt schon wieder amazing. Ja. Aber ich hab vorhin die ganzen 2 Punkte gesammelt, Alter. Ich denk so, what the fuck, was ist da los, Alter? Über 3000, nee, 5000 Punkte hatte ich, die habe ich verteilt, wo ich doch dann gesagt habe, 30.000 Punkte, Alter. Ich dachte so, nee, Alter, hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber na gut. So, ich bin jetzt nochmal weg. Jo, alles klar, Marco. Ja, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich denke mal so auf die 12 bin ich da. Okay. Okay. Alles klar. Jo, bis nachher. Jo, ciao. Ciao. Ach ja. Ah,
User joined your channel. Hallo. Na, wenn. Ach, der Sven. Ja, servus. Ja, servus, Patrick. Ja, servus. Die Salami da alle. Wow, ey. Den habe ich letztens gebracht, Alter.